Okay, das ist also richtig, das ist die richtige Landebahn. Das ist nicht die vom Berg aus, vom Berg ist es, glaube ich, 27 war das. Und wir wollen aber auf der 9 landen. So, wir müssen 265 als Kurs haben. Wir fliegen nämlich genau, wir müssen einfach nochmal außen rum um die Insel fliegen, damit wir auf der richtigen, zur richtigen Richtung dann fliegen. Und die Simulationsrate habe ich ganz vergessen runterzumachen. Das mache ich jetzt gerade noch. So, jetzt sind alle Aufgaben von mir erfolgreich abgeschlossen. Und wir machen weiter. Wir slowen down, wir werden schon mal langsamer auf 250 Knoten. Schub hat er jetzt auf Leerlauf. Alle vier Triebwerke verbrauchen jetzt gerade gar kein Kerosin mehr. Wir müssen ja mal langsamer werden, nicht, dass wir am Ende zu schnell im Endanflug sind, das ist ja dann nix, ne? Sondern immer aufpassen, dass man da schon früh genug drauf achtet. So, können wir mal ein bisschen ranzoomen, aber da sieht man jetzt eh nichts mehr. Können wir nochmal rauszoomen. Mal so, da müssen wir da vorne sehen, wer die Inseln. Ja, und fliegen sie da jetzt, gibt er wieder Gas, aber jetzt die 200, weil er jetzt 250 Knoten erreicht hat. Hier haben wir auch die Flaps-Stellung bei wie viel Knoten. Wir könnten die jetzt schon auf Flaps auf 5 stellen, was wir auch immer machen. Flaps auf 1. Flaps auf 5. Da gibt aber sehr viel Schub. Ja, ist auch ein bisschen langsamer, gerade müssen wir gucken, dass er nicht zu viel Schub dann verbrennt, Kerosin dann verbrät, aber passt schon. So. Gerade führen sich dann Flug 8000 Fuß. Ja, wir werden jetzt zur Landebahn geleitet, da müssen wir ja nichts mehr machen. Können wir ja auch nicht mehr. So, das kommt noch ein bisschen kleiner, mal das Fenster so. Ich glaube, ich mache das Fenster hier unten links, aber nachher bei der Landung dann nochmal ein bisschen kleiner, damit ich besser hier das Cockpit-Ding sehe, weil da muss ich mich dann schon ein bisschen darauf konzentrieren, weil in Außenansicht kann ich so ein Flugzeug einfach nicht landen. Cockpit, das kann man viel besser machen als so in Außenansicht. Und wenn ich jetzt so vom rechten, also vom Co-Pilotensitz mal probieren müsste, das würde ich auch erst recht gar nicht hinkriegen. Das wäre, boah, das würde ich gar nicht hinkriegen, echt. Von der rechten Seite zu landen, das ist so ungewöhnt. Man kennt es hier nur so von der linken Seite zu landen. Von der rechten Seite, nee, kenne ich gar nicht. So, wir haben auf jeden Fall schon mal schönes Wetter hier. Temperaturen sind hier in der Höhe von 8000 Fuß 22 Grad, das heißt, wird da unten bestimmt noch um 10 Grad wärmer. So, ja, das Wetter, wie gesagt. Bombardier, der Weitaussichtanflug für die, der ist 35 Meilen Südost. Wir befinden uns 42 Meilen. Okay. Müssen wir gucken, dass wir halt nicht, dass wir halt nach dem dann möglichst landen können. Ach, der kriegt schon eine andere. So, wir machen jetzt mal 42 Knoten. Langsam, langsamer werden, mit der Zeit ein bisschen. Wir sind jetzt hier, wie ihr auch seht. Ich mache mal das GPS ein bisschen größer. Das könnt ihr hier besser sehen als auf dem anderen GPS. Kann ich hier nochmal gerade einen Tick ran. Nein, ich will nicht 9. Two, three, five, genau. Wo haben wir hier viele Fenster auf? Sind so 4 Stück jetzt. So. So, ranzoomen. Da seht ihr den Flughafen, wir werden jetzt hier einmal außen rumfliegen, um von dort zu landen, weil hier hinten ist die Landebahn, wo man über den Berg fliegt und das geht ja nicht, und deswegen von hier so an. So. Und die Wolke da vor uns hier sieht auch irgendwie lustig aus, wie so ein Typ, der da irgendwie so rennen würde oder so. Der sieht echt ganz lustig aus, also da ist der Kopf, so ein Arm und dann so die Beine. So. Slowdown 230 Knoten. Wann können wir die Flaps auf 10 stellen bei 240 Knoten? Okay, Flaps 10. Turn left heading 205. Slowdown auf 200 Knoten. So, okay, und Slowdown machen wir 210, das ist auch okay. So, das ist gearmt. Flaps sind schon weiter ausgefahren. Okay, wir machen dann mal jetzt die Simulationsrate auf zweifach, stellen das alles ein, wir sollen auf 2000 sinken, das ist aber schon schön früh gesagt, das ist ganz gut, so, wir müssen Höhenmesser noch einstellen, nicht, dass wir am Ende dann halt, ja, weil ich gucke immer schon so ziemlich auf die Höhe dann noch, während des Landeanflugs, und nicht, dass dann irgendwas da falsch eingestellt ist, so, und auf links, nach links auf 215 und können die Geschwindigkeit jetzt aber auch auf 200 Knoten drosseln. Was er jetzt aber erstmal noch nicht so schnell nämlich hinkriegen wird mit der Geschwindigkeit, weil wir jetzt sinken und dann, ja, wird er wahrscheinlich auf Leerlauf die Schubstellung machen, aber dann wird es
schwer mit Bremsen, ja. So, zweifache Geschwindigkeit haben wir jetzt noch. Wir sind ja noch, sind wir noch ein Stück von der Insel entfernt, aber trotzdem. So, was haben wir hier? Flaps-Anweisung, 230 bei 205, 25 bei 180 können wir voll ausfahren. Wir sind jetzt bei 220. Flaps 10 haben wir schon. Flaps 20. 185. Turn left. Ich hoffe, die Wolken sind nicht so niedrig. Aber der wird uns ja noch unter die Wolkendecke lotsen, weil sonst können wir ja keinen sicheren Flug durchführen. Ich weiß nicht, was die hier machen, wenn hier mal Nebel ist oder so. Dann können die hier gar nicht landen auf dem Flughafen. Wenn wir starten würden hier im Flughafen, dann könnten wir hier nur mit 100.000 Tonnen wahrscheinlich starten. Und dann müssen wir halt zum nächsten Flughafen irgendwo in Amerika wahrscheinlich fliegen und dann von dort aus weiter, dort tanken und dann weiterfliegen. Hatte ich euch ja schon mal erzählt bei dem Flughafen, dass die Flugzeuge da starten und dann die großen, dass die nicht voll den Tank voll haben, weil sonst würden die nicht die Landung durchstehen, den Start durchstehen. Wir haben jetzt nämlich noch gesagt, oh, das Wetter war doch gerade nicht so doll. Da werden wir noch leicht durchgeschüttelt, trotz zweifacher Geschwindigkeit nur. Und da sind die schon schlechte Wetterwolken hier. Ah ja, 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 werden wir schon durchgeschüttelt hier. Du Scheiße. Ja, das Wetter halt im Moment, ne? Breaks up, jetzt haben wir da unten den Schalter. Okay, das müssen wir halt einen Go-Around mal einen zweiten Anflug probieren. So, Juliana Anflug, da gehen wir schon hin, das ist wunderbar. Wir sind jetzt noch 2100 Fuß über normal Null, wir fahren die Flaps auf 25. So. Ja. So, oh, 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 der wackelt aber auch hier rum. Mein lieber Mann. So, die Flaps sind jetzt schon ziemlich weit draußen. Wir rufen Juliana Anflug. Ihr könnt nochmal das A-Tiles gleich durchhören, mal gucken, wie das Wetter da ist. Was der sagt. Höhenmesser umstellen. Oh, 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 kein tolles Wetter hier. Wenn wir jetzt den Abflug bei dem Wetter nicht hinkriegen, dann stelle ich das Wetter auf schönes Wetter um. Aber ich probiere mein Bestes. Oh, da hinten haben wir ein anderes Flugzeug. Ich hoffe, wir müssen keinen Go-Around machen und wenn, also kein Pflicht-Go-Around, weil wegen irgendeinem anderen Flugzeug, was da auf der Runway ist. So, wir machen jetzt mal 190 Knoten, der wird immer noch durchgeschüttelt hier. Ach du meine Fresse. So, wir sind noch 16 nautische Meilen vom Flughafen entfernt und nähern uns weiter. Aber wir sind auch schon ziemlich gut auf dem Endanflugkurs, noch leicht nach links müssen wir eindrehen. Wir sind aber auf 2000 Fuß und wir sehen den Flughafen nicht. Bei Regenwetter würde ich ja landen, aber Turbulenzen ist schon so eine Sache für sich. Ach gut, da hinten ist der Flughafen. Reale, normale Geschwindigkeit. Gut, das ist nicht so hart, die Turbulenzen. Bei normaler Geschwindigkeit, wir hatten ja doppelte Geschwindigkeit. Steht da als ETCHR? Hm, komisch. So, wir zoomen hier noch ran. Das geht jetzt gerade, wie ihr seht, schlecht in dem Dings. Hier können wir es machen. Zoom, dann kann man das noch ein bisschen besser sehen. Ach, geil! Ist es da? Da ist das so ein gelber Punkt davor. Und seht ihr den? Und ist das zufällig das andere Flugzeug, was hier noch unterwegs ist? Das wäre doch echt ganz interessant, wenn das echt so wäre. So, 180. Bleib's voll. So, ja, das ist wahrscheinlich das andere. Ach, das ist ja geil! Da auf dem GPS wird das angezeigt. Das ist schön. So, da vorne der Bombardier. Das Fenster können wir mal ausblenden. Ich hoffe, der Learjet. Hoffentlich landet er. Ist ja noch von der Run. Sonst landen wir trotzdem. Auch wenn, weil wenn wir einen perfekten Anflug haben, habe ich keine Lust, nochmal einen Go-Around zu machen. Nicht, dass es dann am Ende kein zweiter guter Anflug kommen wird. So. Die Runway muss irgendwo da links sein. Wir werden noch vom Fluglotsen wahrscheinlich noch nach links eingedreht werden. Ja. 180 Knoten ist unsere Endanfluggeschwindigkeit. 100 Knoten, 100 Grad nach links, Anweisung bestätigen. Runway ist da vorne. Okay. Ich würde dann langsam sagen, dass wir das Steuer übernehmen werden. Und das Heading ausschalten und das Flugzeug in diesem Bereich selbst steuern werden.
Okay, Juliana Tower um 100. Hey, Freigabe. So, wo ist die Landebahn genau? Müssen wir uns mal angucken. Okay, wir müssen noch ein Stück geradeaus fliegen und dann links eindrehen. Müssen aber auch, wir sinken mal auf 1200 Fuß mit langsamer Sinkrate. Ach ne, das machen wir selber. Kommt. So, gerade Fluglage. Wir müssen nämlich langsam mal zum Boden kommen. So, okay. Gear down, würde ich sagen. Und dann bin ich mal gespannt. Mein erster Anflug, Sichtanflug, besonders Sichtanflug mit so einer großen Maschine. Folgen Sie Luftfahrzeug im Endanflug, ja. Also mit so einem großen Ding bin ich echt noch nie Sichtanflug gelandet. Bin echt mal gespannt. Scheiße, man sieht Runway total schlecht. Weil dieses rote Licht ist, ja, das leuchtet zwar so hell, aber... Kurz Pause mal kurz drücken, so durch eine Art Fernglas gucken. Vielleicht nach links, der Bombardier lädt ist da vorne auf der Höhe. Naja. So. Schubkontrolle ist ja noch, per Ding, so. Und da regnet's. Viper anschalten. Das ist ja, es regnet hier, das hätte ich jetzt nie erwartet, dass es hier in der Karibik da regnet. Naja, dann. So, wir müssen nach links eindrehen. Die Runway ist direkt vor uns, wir bleiben auf der Höhe hier. Dürfen nicht mehr sinken, weil sonst kommen wir zu früh auf. Im Wasser, und das wollen wir nämlich nicht. So. So, müssen wir gucken, dass wir aber nicht so stark an Geschwindigkeit verlieren, aber jetzt auch keine Höhe mehr verlieren. Wir sind jetzt genau, dass wir die Höhe nicht verlieren. So, jetzt können wir wieder langsam runtergehen. Zweimal weiß, zweimal rot. So. Das wird schon spannend, der Anflug. Ich hoffe mal, der wird gut. So, ich gucke echt gar nicht auf das andere Fenster. Ich konzentriere mich nur hier aus dem Cockpitfenster raus. Wir sind echt leicht schräg. So, Pause. Ich mach mal die Speed Control raus. So. Wir sind da jetzt dran an der Geschwindigkeitsrolle. Wie gesagt, wir machen kein Go-Around, selbst wenn er es sagt. Weil der Anflug einfach gerade so doll ist. Gut, trotz des Windverhältnisse klappt es gerade recht gut. So, ich bin mal die letzten Meter bis zum Aufsetzen still. Retard. Schub raus. Und wir sind echt zu hoch. Wir sind ziemlich hoch. Oh, wir sind ziemlich hoch. Schubumkehr. Ja. Full Brakes. Und wo will der denn die Runway exiten? So, wir rutschen leicht von der Runway ab. Ah, komm zum Stehen. Alter, das Aufsetzen war total geil. Durchstarten steht die nicht mehr. Und trotz des Gewichts sind wir noch... Alter, der Anflug war saugeil. Oh man, yeah, geil war der, das war so geil, der Anflug. Trotz der noch größeren Version der 747 sind wir hier perfekt gelandet. Optionen sind Sofortwiederholung, diesmal gucken muss aber eine längere Sofortwiederholung als beim letzten Flug. Ich zeige euch jetzt nochmal die verschiedenen Ansichten. So, wir machen nochmal kurz Pause, blenden mal das Fenster hier aus. Das auch, wir gehen nämlich jetzt in die Außenansicht. Na, so muss ich nochmal gerade ein Foto machen, das sieht doch gerade richtig geil aus, wenn ich die Kamera drehen könnte. Fürs Thumbnail, eventuell. So, okay. Ja, hier gibt's, das ist jetzt vom Flughafen ausgehen, hier gibt's nämlich jetzt ganz viele, die zeige ich erstmal, bevor ich Play mache. Einmal hier, Fensterseite da, Fenster hier. Dann gibt's Fensterseite rechts und Fensterseite hinten rechts, also immer überm Flügel und hinterm Flügel. Dann gibt's einmal vom Fahrwerk aus gesehen, dann gibt's einmal von der Heckkamera, vom Heck aus, vom Flügel links, auf den Flügel rechts drauf gesehen. Die sind so geil, die Ansichten. Pushback-Ansicht, Gangway-Ansicht, also hier, wo dann die Brücke dran kommt. Dann hier Seitenansicht links, Seitenansicht rechts. Cinematic hinten links, Cinematic hinten rechts. Cinematic vorne links, Cinematic vorne rechts. Und das war's eigentlich auch schon, aber wir gucken erstmal uns den Landeanflug in einer ganz normalen Ansicht an. Nämlich hier Beobachter und dann gucken wir uns den ganzen nochmal, gucken wir uns den nochmal zweimal oder so aus, einmal aus der Pushback-Ansicht und einmal aus der Fahrwerk-Ansicht an. So, ja, auf jeden Fall hier
die Lage des Anflugs, also das Flugzeug war leicht hochgezogen, perfekt, wir waren noch, von hier sieht es relativ gerade drauf aus. Also ich habe wirklich gemerkt, dass hier jetzt wirklich Winde geweht haben, dass man da wirklich zur Seite gedrückt wurde. Ja, da muss man noch ein bisschen korrigieren immer. Hier waren wir noch relativ weit links von der Runway, aber das hat dann doch noch gut geklappt. Sind echt mit dicken Streifen aufgekommen. Das war echt geil. Einer von Sichtanflug, der wäre wahrscheinlich, der wär ILS-Landung wahrscheinlich viel schlechter gewesen. Das ist geil, das freut mich so richtig. So. Da hinten ist aber die Sonne und trotzdem regnet es hier. Naja. Wahrscheinlich immer so ein kurzer Schauer zwischendurch. So. Ja, wir kommen immer näher. Wir werden nachher nur 60 Sekunden oder so noch bis zum Anflug haben. So, ein Go-Around hätte ich jetzt nicht machen wollen. Auch wenn mir vielleicht der eine oder andere jetzt böse ist, weil ich kein Go-Around gemacht habe. So, hier hätte ich dann vielleicht doch nochmal eher, ich glaube, ich gleich Cross and Landings, aber ich hätte vielleicht doch nochmal mit dem Seitenruder arbeiten sollen. Oder habe ich es gemacht? Ich glaube aber nicht. Dann hier runter, denkt man noch, ich bin viel zu hoch. Aber kurz nach einem dicken Streifen aufgesetzt. Und dann, ja, leider ein bisschen nach links abgekommen, aber das war auch schon beim Anflug so, dass wir ziemlich weit nach links waren. Aber sonst vom Aufsetzen her war das echt richtig geil, auch wenn der eine, ja gut, bis von der Runway abgekommen. Aber der Anflug vom Aufsetzen, das war richtig geil. So, wir machen nochmal Escape, um abzubrechen und gucken uns das Ganze nochmal. Nochmal 70 Sekunden. Da aus dieser Perspektive von. Machen wir doch Cinematic, das ist auch gut. So. Kommen wir hier runter. Ein bisschen tiefer hätte ich noch sein können, aber. Dafür, dass mein erster Sichtanflug mit so einer großen Maschine ist, war das doch echt richtig gut. Zwar ein bisschen nach den dicken Streifen aufgesetzt, aber mein Gott. Ganz knapp über den Strand. Ja, ich glaube, manche fliegen sogar noch knapper. Und dann runter. Und abbremsen. Und da so ein bisschen weit rechts gewesen. Links meine ich, aber mein Gott. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal aus der Fahrwerkperspektive an. Also das von hier nochmal sehen. Das ist zwar ein bisschen schade, dass wir so weit links da waren, aber ich bin richtig froh, dass es so perfekt trotzdem vom Aufsetzpunkt und so war. Ich hätte dann nochmal ein bisschen vielleicht mit dem Seitenruder vor der Landung und vom Aufsetzen nochmal nach rechts ausgleichen müssen. Aber ich kenne mich auch nicht so aus, also das ist mit der Boeing 747, da ist das Fahrwerk, da sitzt man viel, viel höher als in der 737, deswegen ist so ein ganz anderes Gefühl da zu landen. Aber wir waren hier noch echt ziemlich hoch, wir sind ziemlich schnell runtergegangen. Da sind wir kurz aufgekommen. Das war eigentlich richtig sanft, das Aufsetzen. Von da haben wir nach rechts gelenkt, das Flugzeug ist aber noch geschlittert, wahrscheinlich weil ich noch die Bremsen gezogen habe. Und, genau, was wir uns jetzt noch eine Sofortwiederholung will ich mir jetzt nochmal angucken. Also, so schlecht war es echt nicht. Das war echt richtig geil. Gibt's ja eigentlich eine auf die. Ich glaube, es gibt aber keine. Dann machen wir halt mal dieses Fenster. Machen wir die Fensteransicht. Ah ne, die andere Seite. Dann machen wir Fenster hinten. Ach, komm runter. Man sieht das Meer immer mehr. Da denkt man immer Scheiße. Hier ist aber was. Und der landet jetzt nicht irgendwie vor dem Meer. Wir waren gar nicht so nah am Strand, wie manche andere Flugzeuge es echt immer so haben. So. Über den Strand drüber und wir kommen runter. Ah, da ist die Runway. Man ist froh, dass man unten ist. Störklappen fahren aus, der Flieger bremst ab. Aber es ist echt so ein mega Vogel, der auf so einer kurzen Runway landen kann. Ist schon echt stark. So. Naja, gut. Also, hier kann eigentlich so gut wie jedes Flugzeug landen. Also, außer jetzt halt so mega Frachtflugzeuge, aber so. Airbus A380 kann ja dann eigentlich auch hier landen. Was wir jetzt nochmal probieren können, ist ein Start, ob wir den jetzt nochmal hier hinkriegen. Wir haben jetzt hier natürlich auch andere Bedingungen auf der Runway, die ist natürlich jetzt nicht trocken. Das ist halt jetzt hier der Fall. Deswegen ist das Ganze natürlich auch nochmal mit dem Drehen halt so gewesen, dass wir halt da so gerutscht sind. Wir machen das jetzt mal so, dass wir das Flugzeug jetzt einfach versetzen. So. Und wir probieren jetzt nochmal einen Start. Ich weiß gar nicht, normalerweise starten die aber andersrum. Deswegen machen wir den Start jetzt auch andersrum. Die starten normalerweise. Oh, da ist einer, Entschuldigung. Normalerweise starten die aus der Richtung hier. Kommen die hier drauf gerollt. Und die bauen immer schon richtig viel Geschwindigkeit, richtig viel Schub auf. Wenn die Parking Brake noch fest angezogen haben. Also müssen aber mal gerade ausrichten. Das sah vom Cockpit so aus, als ob der gerade ausgerichtet wäre.
Ich habe mich da irgendwie vertan. So, ein bisschen nach rechts. So. So, Klappen fahren wir ein. Störklappen ebenso. So. Ja, da stehen ja immer hier, das gibt mir auch immer in den Videos, dass da die Leute dann so da hinten an dem Zaun da so sind. Ich weiß nicht, ob sie jetzt vielleicht zu weit vorne stehen, aber da wollen die hier auf die Runway drauf, deswegen lassen wir das mal so. Da haben wir hier Parking Brake angezogen. Flaps lassen wir ruhig so weit draußen. Wir haben jetzt auch nicht so viel Treibstoff. Na gut, also mal, ja, vielleicht noch die Hälfte von dem, was wir am Anfang hatten ungefähr. Mal schreiben wir hier auf schnellste Stufe. Okay. Flaps auf 10 machen wir mal. Eine Stufe weiter, als wie wir bei unserem Start da in London Heathrow hatten. Okay, Flaps sind auf 10. Wir bauen Schub auf. Lösen dann die Parking Brake und so, ja, beschleunigt das Flugzeug halt schneller und deswegen machen die halt noch, bauen die den Schub nochmal so auf. Aber wahrscheinlich bauen die noch ein bisschen länger als wir den Schub auf. So, und bei, naja, sind wir hier schon, guckt, dadurch sind wir jetzt wahrscheinlich schon hier bei einer höheren Geschwindigkeit als sonst anders gewesen. Wir haben natürlich jetzt ja noch andere Wetterbedingungen mit der nassen Startbahn. 120 Knoten. Also mit vollem Treibstoff würde der Hindi, Treibstofftank würde der Hindi starten können. Okay, rotieren. Und hier ist der Aufsetzpunkt, wenn man aus der anderen Richtung kommt, was aber schlecht geht, halt wegen den Bergen. Gear up. Und ja, da muss man halt hier wirklich schnell steigen. Das ist hier die Sache. Damit man hier noch über die Berge drüber kommt. Und wenn man das geschafft hat, kann man wieder etwas entspannter fliegen. Das ist so der riskanteste Punkt hier noch. Und dann, ja, kann man sein nächstes Zwischenziel ansteuern, um zu tanken. Und dann, ja. Ist alles gut, dann muss man den Flieger nicht mehr so stark hochdrücken. Boah, wie schnell man jetzt hier schon an Höhe gewonnen hat. Aber es muss einfach sein, sonst kommt man gegen die Berge. So, und das war's auch schon wieder von diesem Flug. Ja, ich hoffe, er hat euch Spaß gemacht. Mir hat er auf jeden Fall Spaß gemacht. Die Landung war schön. Und ja, dann war's das von dem Teil. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Teil. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Wo der nächste Flug hingeht, das weiß ich selber noch nicht. Lasst euch mal überraschen. Vielleicht wird's auch mal ein kürzerer Flug. Wir werden sehen. Und dann, ja, bis dann. Haut rein. Euer Lion Game Heinz. Ciao. Danke fürs Zuschauen.